Phil Mickelson ist sicherlich einer der besten Spieler der letzten 30 Jahre. Und vor allem, was bei ihm so beeindruckend ist, ist auch diese Konstanz, weil es gibt nicht viele Golfer, die über so einen langen Zeitraum immer wieder vorn dabei sind. Er hat ja etliche Majors gewonnen und auch Siege auf der PGA Tour einheimsen können. Und jetzt ist er auch auf der Champions Tour tätig, als Seniorengolfer sozusagen. Sein Schwung war immer etwas sehr, sehr, ja, ich würde sagen, Besonderes, Eigenartiges auch vielleicht sogar. Vielleicht auch nicht der beste Schwung, technisch gesehen, den es gibt, aber er wusste immer, wie er mit diesem Schwung zurechtkommt. Und was man als Amateurgolfer bzw. vor allem auch als Seniorengolfer von ihm lernen kann, das erfährst du in diesem Video. Hallo, mein Name ist Christoph Bausek und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du deinen Golf verbessern kannst. Und wenn du das möchtest, würde ich dich bitten, hier unten den Kanal zu abonnieren und die Notifikationsglocke daneben anzuklicken. Das ist sehr wichtig, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Phil Mickelson ist 50 Jahre alt. Unglaublich, wo ist die Zeit geblieben? Jetzt hat er das erste Mal auf der Seniors Tour gespielt, auf der Champions Tour. Und das Interessante an Phil Mickelson ist es ja, wie er immer seinen Driver geschwungen hat. Ich habe sehr großen Respekt vor Phil, aber ich muss zugeben, seine Golftechnik mit dem Driver ist sicherlich nicht das Beste. Schauen wir uns mal ganz kurz an, was Phil in seinem Schwung so macht. Phil rollt seinen Schläger sehr stark auf der Innenseite am Anfang seines Schwunges. Dann wird er hier oben ziemlich across the line, das heißt, der Schläger zeigt in diese Richtung hier. Er ist natürlich Linkshänder, aber ich zeige es euch mal als Rechtshänder vor. Dann beginnt er hier mit einem stark dorsalen Handgelenk runter zu ziehen in eine sehr, sehr steile Position. Die Ellbogen sind relativ weit auseinander und von dort weg schmeißt er dann die Arme weg und versucht dann mit einem Flip in der letzten Sekunde die offene Schlagfläche, die er ja hier im Abschwung provoziert hat durch diese Bewegung hier, irgendwie in letzter Sekunde noch auszugleichen. Und das gelingt ihm ja auch immer wieder sehr gut. Jedoch, wenn man seine Karriere verfolgt hat, hat man auch schon sehr, sehr wilde Tischschüsse von ihm gesehen. Das heißt, sicherlich nicht der Schwung, den man ja einem jungen Athleten beibringen möchte. Phil konnte jedoch damit einiges gewinnen. Wie hat er das gemacht? Er wusste zu jedem Zeitpunkt, was er macht in seinem Schwung und wusste, welche Ausgleichsbewegungen er braucht. Sehr, sehr auffallend war auch, dass er sich vor allem in den letzten ein, zwei Jahren mit dem Thema Schlägerkopfgeschwindigkeit beschäftigt hat. Er hat gemerkt, er kann nicht mehr vorne mitspielen, wenn er die Länge nicht mehr hat. Also musste er Sachen finden, die zur Schlägerkopfgeschwindigkeit führen. Er hat somit wieder ein intensives Fitnesstraining begonnen. Er hat auch sehr auf die Ernährung geachtet. Er hat auch immer wieder mit diesen Speedsticks gearbeitet, hat man auch immer wieder auf Instagram und überall, wo man hingesehen hat, immer wieder gesehen, dass er damit aufgewärmt hat oder solche Trainings durchgeführt hat. Aber es ist auch auffallend, dass Phil, und das glaube ich, können jetzt sehr, sehr viele Seniorengolfer von ihm lernen und Leute, die Probleme haben mit Länge, er hat seinen vorderen Fuß im Rückschwung niemals am Boden gelassen. Also die Ferse ist bei ihm immer in die Höhe gegangen. Was ihm das erlaubt hat, ist, dass er eine größere Drehung bekommt und dadurch auch einen längeren Rückschwung bekommen kann. Er hat noch was weiteres gemacht. Er hat auch, als er begonnen hat, die Ferse zu heben, erlaubt, das Knie, das vordere Knie, mehr hinein zeigen zu lassen. Golfer, die versuchen, die Ferse, die vordere Ferse unten zu lassen und das Knie zu gerade zu lassen, die werden Probleme haben, eine volle Drehung zu bekommen mit dem Becken und mit dem Körper und werden dadurch auch einen kürzeren Rückschwung bekommen. Das mag vielleicht bis zu einem gewissen Grad okay sein, auch für Eisenschläger, Schläger, wo man kontrollierte Schläge machen will, aber beim Driver, ja, wollen wir ein bisschen länger sein und da ist es sicherlich keine gute Strategie, dass man die Ferse am Boden lässt. Und Phil zeigt das eben sehr gut vor, nicht nur Phil, auch übrigens Bryson DeChambeau in letzter Zeit auch. Dieses Heben der Ferse, das Knie geht hinein und er hat auch keine Scheu davor, das etwas übertrieben zu machen hier. Also das ist etwas, wo ich sage, da können wirklich Amateurgolfer, vor allem Seniorgolfer, etwas von Phil lernen, dass man einfach hier
sagt, okay, ich muss jetzt nicht super ästhetisch ausschauen, es muss nicht super perfekt ausschauen, aber ich versuche einfach wirklich das Beste aus meinem Körper rauszuholen. Ja, und durch das Heben der Ferse, durch das Hineinziehen lassen des Knies, wird auch der Knieflex im linken Knie etwas mehr. Das erlaubt auch das Becken etwas mehr zu kippen und das erzeugt dann auch wiederum später Bodenkräfte. Also keine Angst vor dieser Bewegung. Ich würde das wieder ab und zu wirklich üben, dass man sagt, okay, ich stelle mich daher mit einem Treiber und erlaube die Ferse mal zu heben. Wann hebe ich sie? Ich hebe sie circa, ja, wenn ich im frühen Aufschwung bin, lasse ich sie nach unten. Und jetzt hier merke ich, dass jetzt wäre es ein guter Zeitpunkt, sie zu heben. Und das, glaube ich, das spürt man, wo das sein soll. Ich glaube, es macht keinen Sinn, sie gleich sofort zu heben, das bringt einen durcheinander, aber beginnend mit einem Rückschwung und wenn du jetzt ein Momentum aufgenommen hast, dann hebe die Ferse hoch, erlaube das Knie hineinzugehen und du wirst merken, dass du eine wesentlich größere, stärkere Drehung bekommst und auch einen längeren Aufschwung bekommst. Das würde ich mal unbedingt probieren. Das ist aber nicht das Einzige, was Phil macht. Phil Mickelson arbeitet ja sehr eng zusammen mit dem Titleist Performance Institute und da haben sie ja auch diese ganzen Gerätschaften, mit denen ich auch ganz gerne arbeite, mit 3D-Westen, mit Bodendruckplatten und so weiter und sie sehen dann einfach dann, was macht Phil mit seinen Bodenkräften, was macht er mit seinem Körper und wie ich vorhin erwähnt habe, Phil war ja immer der Typ, der eigentlich immer steil runterkam in Schläge und das Becken nach vorne gedrückt hat und mit den Händen ja, so eine Rollbewegung ausgeführt hat und hatte nie wirklich viel Rotation in seinem Körper. Das ist etwas, was auch viele, viele Hobbygolfer, aber vor allem Seniorengolfer nicht haben in ihrem Golfschwung. Und ich sage mal, es ist sehr, sehr schwierig, wenn man nicht beweglich ist, überhaupt Rotation zu haben. Und wenn man ein gewisses Schwungmuster gefangen ist, ist es auch nicht leicht, das zu ändern. Vor allem, wenn man schon sehr, sehr lange Golf spielt. Aber das ist ein Trick, den Phil jetzt verwendet, der wirklich gut funktioniert, auch bei vielen Hobbygolfern, denen ich immer wieder im Golfunterricht begegne, die Probleme mit Drehung haben. Ich habe das selber auch getestet. Wenn jetzt Phil hier oben ist, ja, und hat die linke Ferse in der Luft, dann geht er her im frühen Abschwung und stampft förmlich die Ferse auf den Boden. Und was dann passiert ist, das zieht seine linke Seite zurück. In dem Fall seine rechte Seite, er ist ein Linkshänder, aber als Rechtshänder wäre es halt eine linke Seite. Und das öffnet den Körper und das erzeugt mehr Rotation. Und wenn du mehr Rotation erzeugst, ja, dann ziehst du ja quasi automatisch am Griffende hinauf und nach links. Ja. Das ist das Prinzip der parametrischen Acceleration. Da habe ich letztens ein Video veröffentlicht, das kannst du hier oben noch einmal ansehen. Aber das, wie gesagt, wird durch die Rotation sehr stark ausgelöst. Und wie gesagt, der einfachste Weg, das zu machen, ist, die Ferse zu heben, das Knie hineingehen zu lassen und dann im frühen Abschwung zu stampfen. Das heißt, er stampft wirklich hinein und er verliert dann manchmal sogar wirklich die Balance. Ähnlich wie Bryson DeChambeau, der macht das ja auch ganz extrem. Dieses Heben der Ferse, das Hineinstampfen dann im frühen Abschwung und da kommt dann richtig stark hinten auf die Ferse und man merkt richtig, wie es die Spieler nach hinten zieht. Also das könntest du ruhig mal probieren bei deinem Schwung, ob dir das gefällt. Bitte mach das zuerst ein bisschen langsamer, vielleicht erst mit Halbschwingen, die Ferse mal heben lernen, das Knie hineingehen zu lassen und dann einmal stampfen, einfach nur einmal das Gefühl zu kriegen, ob man das Gefühl kriegt, dass man mit dem Körper sich auch öffnet. Und wenn du das dann im Gefühl hast, dann machst du dann einfach vollere Schwünge. Und du wirst merken, die Schlierkopfgeschwindigkeit wird wesentlich höher. Was es bei Phil gemacht hat, ist, dass er dadurch, dass er jetzt mehr Drehung bekommt im Körper, ja, wurde durch diese parametrische Acceleration der Schläger stabilisiert. Also die Schlagfläche ist nicht mehr so unruhig unten bei ihm. Und er kann dadurch auch konstanter treifen. Und ich bin überzeugt, dass du das auch kannst. Wenn wir schon beim Thema Driver sind, da habe ich letztens ein Video gemacht über meine Geheimtipps mit dem Driver. Ich würde mir das unbedingt anschauen, da sind wirklich sehr, sehr lässige Tipps und Tricks dabei. Also bis gleich dann hoffentlich. Tschüss.